Wir haben hier einmal 20 Meter Seil für jeden. Wir finden nämlich heute heraus, wer die besseren Knoten machen kann, beziehungsweise wer in 2 Stunden die besseren Knoten lernt. Wir werden jeweils 2 Stunden haben, uns Knoten beizubringen und zu recherchieren, um uns die beste Strategie zu überlegen, weil wir nämlich im Anschluss nur 10 Minuten Zeit haben werden, um einen fetten Monsterknoten zu basteln. Wer hat dann gewonnen? Anschließend wird der Monsterknoten dann dem Gegenüber gegeben. Ja. Und du musst dann quasi meinen Knoten lösen und ich deinen. Und wer das dann schneller hinkriegt, der entscheidet dann den Punkt. Seit 4 Folgen treten Marius angeschrien und ich jetzt schon gegeneinander an. Wir haben abwechselnd auf seinem und auf meinem Kanal Kettenreaktionen gebaut, Würfel gestapelt, gefährlich lange die Luft angehalten und ich habe mich ganz schön aufs Maul gelegt. Trotzdem steht es aktuell 2-1 für mich. Heute entscheidet sich also, ob ich meinen Vorsprung ausbauen kann und in der nächsten Folge vielleicht den Sieg hole oder ob Marius nachzieht. 2, 1. Go. 2 Stunden jetzt. Das große Problem wird jetzt erstmal sein, diesen Knoten überhaupt aufzukriegen. Was soll ich denn mit 20 Meter Seil? Wer hat sich das denn ausgedacht? Alter, wie viel Seil hat Thomas gekauft? Junge. Ich glaube, ich beschäftige mich erstmal mit einschlägiger Fachliteratur. Der König der Knoten, Alter. Das ist schon mal vielversprechend. Der Palsteg. Ich glaube, Palsteg. Ach, Palsteg. Was heißt denn unlösbar, Google-Übersetzer? Erstmal direkt nach dem Tutorial suchen. Ich suche einfach nach unsolvable knot. Okay, das versuche ich jetzt mal. Das sieht crazy aus, Leute. Ich habe Angst, dass Marius mal wieder irgendeinen so komischen Secret-Knoten findet und wieder irgendeine komplett komische Strategie ranbringt, wie zum Beispiel da, wo er einfach neu erfunden hat, wie man atmet. Bin jetzt schon lost. Das ist ja so ein crazy Gebilde, was ich hier baue. What the fuck? Ach, das kann man jetzt einfach zusammenziehen, was? LOL, Junge, das ist ja Magic, what the fuck? Ja, komm, lull. Da steht so, der geht nie wieder auf, der Knopf. Das ist voll das Scam-Video gewesen. Okay, also wenn ich das Ding hier mache, wo willst du das aufmachen? Okay, ich wickel das hier rum. Okay, warte, hier durch. Ah, hier durch. Okay, scheiße. Ja, nee, stimmt. Dann geht das hier unten, was? Das sieht auch aus wie ein ganz schlimmer Bondage-Knoten hier. Ich habe gerade so eine Szene von Knotenleuten gefunden, die machen komplett gestört Scheiße. Boah, das sieht krank aus, was die da machen. What the fuck? Was ist das? Guck dir das mal an, was die da machen. Was ist denn das für Zeug? Weißt du, was ich jetzt mal mache? Als ob Thomas das am Schluss noch wieder aufbekommt. Ich mache gerade so einen Ball aus Knoten. Oh mein Gott, das ist so geil. Affenpause. Ja. Oh mein Gott. Hier vielleicht nochmal durch. Zeit vorbei? Zeit vorbei? Okay. Digga. Ich bin gespannt, was Thomas dazu sagt. Na, zeig mal her, du. Yo, der ist ja riesig. Guck mal. Also ich habe ja auch versucht, so einen Ball zu machen. Du hast auch versucht, einen Ball zu machen? Ja, aber bei mir, das passiert ja nie, dass wir das selber machen. Bei mir erkennt man aber noch nicht mal, dass es ein Ball ist. Also der Monkey Fist heißt das, ne? Kann das sein, dass das der gleiche Knoten ist, aber du hast einfach 3 da durchgezogen? Ich hab 3-fachen gemacht. Es geht? Die Monkey's Fist, aber auch Affenfaust genannt, die Marius und ich hier knoten, zeigt gut, wie vielseitig manche Knoten sein können. Dieser Knoten stammt nämlich eigentlich aus der Seefahrt, wo er benutzt wurde, um Wurflein zu beschweren. Viel erstaunlicher ist aber, dass die Affenfaust auch als Waffe eingesetzt werden kann. Quasi als Mini-Morgenstern. In Deutschland ist es sogar verboten, einen dieser Knoten zu besitzen, wenn das Innere zum Beispiel mit einer kleinen Metallkugel beschwert wurde. Dann gilt die Affenfaust nämlich als Schlagwaffe und auch in der Seefahrt ist sie inzwischen nicht mehr erlaubt, weil es beim Werfen immer wieder zu Verletzungen kam. Ich probiere mal den aufzukriegen. Ich kann mal versuchen, meinen eigenen jetzt aufzukriegen. 3, 2, 1, go! Ich weiß halt auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, es ist am schlauesten, einfach von hinten wieder aufzulösen hier. Ja, also geht schon, man kriegt ihn schon auf. Das dauert, Alter. Das dauert halt auch seine Zeit. Ja, boah, das wird so eine Verhedderung am Ende. Ah, okay. Krass. Ich habe knapp unter eine Minute gebraucht. Ich ein bisschen über eine Minute. Ja, dann lass ihn 1,5 Stunden nochmal treffen. Dann alles klar. Bis gleich. Jetzt wird's ernst. Jeder von uns hat noch 1 Stunde und 30 Minuten Zeit, sich vorzubereiten und seine finale Strategie zu entwickeln. Wer dann länger braucht, um den Knoten des anderen zu öffnen, hat verloren. Bis dahin muss also jeder Handgriff sitzen. Weiter geht's. Ich würde sagen, ich hole mir erstmal ein deutlich längeres Seil. Die Kunst wird es jetzt sein, einen Knoten zu machen, der zwar möglichst krass ist, aber trotzdem den man noch innerhalb von den 10 Minuten schafft. Weil bei 10 Minuten ist nämlich Schluss und wenn du dann eigentlich einen fetten Knoten anfängst, aber noch nicht genug Zeit hattest, den fertig zu ziehen, dann ist er halt mega leicht zu öffnen. Okay, voller Körpereinsatz. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Wade vielleicht, so dumm es klingt, ein bisschen zu dick ist. Kriegst du das am Schluss noch ab oder muss Marius das dann an deinem Bein lösen? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, das wird dann vielleicht auch noch eine Herausforderung, das Teil abzukriegen. Ey, die Sache ist halt so, ich vertraue diesem Ballknoten nicht, ich will was anderes machen. Ich glaube, der Shit ist eher irgendwie so eine Kordel des Todes zu machen. Also in der Theorie funktioniert das. Ich müsste es nur viel länger machen. Gut, dann würde ich mal sagen, nicht nur 4 Armlängen, sondern eher so 12. Los geht's.
Okay, wir haben noch 40 Minuten Zeit. Ich will mal sagen, das sieht auf jeden Fall schon bald nach einem Knoten aus. Wir müssen jetzt das später noch zu einem Ball machen. Okay, ich versuche es jetzt mal abzunehmen. Also das geht auf jeden Fall. Das sieht jetzt aus wie so ein Schienbeinschoner für Arme. Werde ich mal was Unfaires machen und das Ding einfach mal random verknoten. Ich kann halt nicht jetzt hier einfach diese Enden anziehen, weil sonst verschnüre ich mir ja direkt diesen Eingang. Könnte es ein Problem werden, das Ding überhaupt auch nur festzuschnüren. Ich glaube, ich muss mir was anderes überlegen. Ja, heute möchte ich euch einmal den sogenannten Snake Knot, also den Schlangenknoten, zeigen. Also ich will nichts sagen, aber der sieht ein bisschen aus wie ein Pimmel. Okay, ja, das ist ja recht straightforward und ich glaube, das kann man halt auch theoretisch mit einem 20-Meter-Seil machen. Ne? Ich glaube, wenn man diese ganzen Knoten aufmachen muss, ist schon stressful, glaube ich. Okay, Strategiewechsel. Ich werde jetzt einfach versuchen, möglichst viele kleine Knoten miteinander zu verbinden, um das einfach möglichst random und fest zu machen. Ich teste jetzt mal, wie lange ich brauche, um den hier zu öffnen. Okay, let's go. 4 Minuten fast. Okay, also meine Strategie ist einfach nur einen mega ekligen Knoten zu machen, weil wenn du halt irgendwas mit einer Taktik machst, dann kannst du nie so fest sehen. Okay, boah, mit so viel Seil, ich weiß nicht, ob das mal, boah, das wird so ein Stress mit diesem Seil. Mann, wo ist denn hier, das ist schlimmer als alle Kabelkopfhörer der Welt zusammen. Das hat sich eigentlich von selbst verheddert. Es kommt so ein Flashback im Schnitt, wie ich es so gemacht habe einmal. Wo ist denn das Ende jetzt hier? Das wird so stressig mit diesem langen Seil. Alter, mein Ende, wo ist das denn überhaupt schon wieder hin? Mit so viel Seil, ich weiß nicht, ob das mal... Boah. 3, 2, 1, Schluss! Schluss! Alles klar. Hast du das ganze Seil genommen? Ich habe so viel. Alter, okay, bei dir ist echt nicht so viel. Ich habe ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Ich habe auch schon vorhin gesagt, wer das ganze Seil nimmt, ist nur lost. Also ich habe halt das am Anfang gemacht und ich habe halt stundenlang gebraucht, um das überhaupt erst... Ja, ich auch, irgendwie. Ich auch. Zu viel Seil, ich weiß nicht, ob das mal... Boah. 3, fuck, ich habe den Anfang 3, vergessen. 3, 2, 1. Oh, Digga, ich habe vergessen, wie es am Anfang war. Oh mein Gott, ich bin so lost. Ey, scheiße, ich habe komplett vergessen, wie es ging. Okay. Ah, ja, sowas. Wie wichtig, den Trimax gemacht einfach. So, jetzt habe ich diesen ersten Schlangenknoten. Hä? Nein, das funktioniert nicht. Ich habe alles falsch gemacht. Oh mein Gott, nein, ich habe doch die ganze Zeit geübt. Oh, oh. Oh, 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 oh. Die erste Minute ist vorbei. Echt? Ja. Ich habe vergessen, wie der Anfang ging. Ich hab komplettes Blackout gerade. Also meine Strategie ist auch extrem ausgefallen. Oh Mann, das fuckt mich gerade so ab. Ich habe vergessen, wie es am Anfang war. Jetzt. Ah. Halleluja, der erste Knoten. Wahnsinn. Nach drei Minuten. Props, Alter. Boah, der größte Stress meines Lebens, Alter. Fuck, ich habe außerdem den dreifach verzwirbelten Häcksler gemacht. Ah, shit, Alter, der ist echt asozial. Digga, was macht der denn? Wo ist die Schere? Wo ist die Schere? 3, 2, 1 und stopp! Ich feiere das. Das sieht einfach aus wie so ein richtig schöner Zopf vom Bäcker. Das ist einfach nur so, wenn es ein Erstklässler so. Da gibt's auch. So kritzelt. Jetzt wird's halt aber erst richtig spannend, ne? Weil das sagt jetzt noch gar nichts aus. Mann, wer schnell ist, kriegt jetzt den Punkt, ne? 3, 2, 1, 0. Okay. Voll die Brezel. Vor allem, das ist einmal im Ring, das ist richtig nervig. Hä, wo geht der denn hin? Richtiges Labyrinth. Alter, wie schnell machst du das denn? What the fuck? Dude! Gerade ist einfach. Am Abgehen. Das ist aber maximal eklig, was du hier gemacht hast. Alter, du hast hier aber auch so richtige kleine Pissknoten gemacht, ne? Sehe ich aus, sonst hätte ich Bock, mir so eine Technik auswendig zu mir. Oh mein Gott, er hat schon fertig? Nee. Oh Gott sei Dank. Oh, pff, was ist das denn hier, Digga? Soll ich komplett trollen? Ah, jetzt habe ich es gefunden. Okay, ich habe jetzt gefunden, dass ich nur einen von diesen Fäden rausziehen muss. Und dann bricht das ganze Ding in sich zusammen. Verdammt, ich habe gehofft, das findest du nicht. Ah! Lol. Ich jedes Mal, wenn er sowas zieht, dann denke ich, er zieht es jetzt komplett leer. Das ist, glaube ich, jetzt der letzte. Ich glaube, das ist der letzte. Nee, warte. There's more. Nee, das ist es. Oh mein Gott, krass. Oh mein Gott. Alter. War nicht mehr viel. 3-1 steht jetzt für dich, ne? Du weißt, was das heißt. Matchball nächste Runde. Ah, das heißt, ich muss auf jeden Fall morgen gewinnen. Sonst hast du die Staffel gewonnen. Oh. Ob Marius noch aufholen kann oder ob ich die Staffel gewinne, seht ihr im nächsten Video bei Marius auf dem Kanal. Link ist in der Videobeschreibung. Auch in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Schnittkurs, mit dem ihr innerhalb von kürzester Zeit alles lernt, was ihr für YouTube-Videos, Musikvideos und Urlaubsvideos braucht. Er ist für komplette Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet. Ihr zahlt einmal und könnt es euch dann so oft angucken und so oft wiederholen, wie ihr möchtet oder wie ihr es braucht. Nur für die nächsten 3 Tage gibt es zum ersten Mal seit Monaten wieder Rabatt und zwar 30% mit dem Code TOMARY. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mich jetzt auf dieser Reise begleiten möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Let's do it.